Das ist Zauberei. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gestern in der Drogerie und habe super spannende Drogerieneuheiten für euch von NYX. Ich habe einige Produkte gekauft und wir werden schauen, was sie können. Die sind in aller Munde gerade und wir werden sie heute testen. Ich habe die Sachen selber gekauft, nur damit ihr Bescheid wisst, aus Gründen der Transparenz. Ich habe diese Woche wirklich die anstrengendste Woche seit einem Jahr. Ich freue mich drüber. Geht für mich diese Woche nach Burgwedel zum Drehen, nächste Woche, übernächste Woche nach Köln und dann nach Stralsund. Und ich möchte mir aber trotzdem die Zeit nehmen und ganz entspannt mit euch dieses Video drehen und die Sachen testen. NYX ist im Moment wieder in aller Munde, denn sie haben neue Primer rausgebracht, neue Produkte für die Augenbrauen, die für mich extrem interessant sind und ein Primer, der sehr vielversprechend klingt. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt und ich würde vorschlagen, wir fangen auch direkt an, Freunde. Wir fangen an mit einem Primer. Und das ist der NYX The Marshmallow Primer. Der sieht einmal so aus, kommt in so einer rosa Verpackung und ich habe ihn gestern schon mal getestet. Das ist erst wie so ein, kennt ihr Marshmallow-Creme, die man sich so aufs Brot schmieren kann? Esst sowas nicht, ist eh ganz furchtbar, aber das ist so wie der Primer. Und das Verrückte ist, wenn man den verblendet, dann schäumt der so ein bisschen. Schaut mal, er ist extrem süßlich vom Geruch, also extrem süß. Ich persönlich mag sowas aber ganz gerne. Fühlt sich sehr weich an. Nicht so silikonig, aber trotzdem silikonig. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, ihr könnt meine Fingerabdrücke nicht erkennen. Aber das ist wie so eine zweite Schicht, die jetzt auf eurer Haut liegt und alles so ein bisschen weich zeichnet. Also der Geruch, ich finde ihn persönlich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe ja nicht so viel Erfahrung mit NYX. Früher mal ein bisschen, heutzutage nicht mehr so viel. Ich fand die Preise schon recht happig, aber NYX ist halt auch eher höherpreisiges Drogeriesegment. Ihr könnt die Sachen online kaufen oder im DM, soweit ich weiß. Und bei Douglas gibt es die, glaube ich, auch. Die Sachen sind schon ein bisschen teurer als Catrice oder ja, so Love-Preissegment. Wobei die Foundation fand ich persönlich sehr teuer. Aber wie gesagt, das ist alles persönliche Präferenz und im Vergleich zu dem, was ich sonst hier zeige, ist das schon recht teuer. Ich habe eine Foundation gekauft und da war ich mir nicht so sicher, gab sie schon, ist sie neu, sind nur ein paar Farben neu. Ich kannte sie persönlich selber noch nicht. Das ist die Total Control Foundation, Drop Foundation und die sieht einmal so aus. Die Farbrange ist wie immer bei NYX super, super gut. Ich habe, als ich die ausgepackt habe, dachte ich erst so, das ist aber ein bisschen klein. Da sind auch tatsächlich nur 13 Milliliter drin. Also extrem weniger als die Hälfte von einer Standardgröße beispielsweise. Ich habe aber noch ein anderes Produkt gekauft für die Augenbrauen. Das testen wir aber zum Ende. Bevor wir das machen, mache ich einmal wie immer, wie jeden Tag mittlerweile von Anastasia mein Brow Freeze rauf. Das ist mein Go-To-Produkt überhaupt. Zack, ist fertig. Und dann das neue. Also das Produkt, was ich euch dann zum Ende hin zeige, ist wirklich, ah, da bin ich am meisten gespannt drauf. Ich finde auch den Primer, ich glaube, ihr könnt den Glow auf meiner Haut sehen, ne? Das ist schon extrem glowy. Fühlt sich sehr gut an und so ein bisschen weichzeichnend. Den kann man wohl auch alleine, ohne Foundation tragen. Und das soll dann so einen Soft Blurring Effekt, also so einen leicht weichzeichnenden Effekt haben. Mag ich persönlich sehr gerne. Ihr kennt mich, ich ich liebe Foundation. Niemand braucht Foundation. Ich bin gespannt. Okay, wollen wir die Foundation auftragen? Ich lese euch ganz kurz vor, was sie können soll. Langanhaltende, lightweight, leichte bis mittlere Deckkraft mit einem semi-demi-matten Finish, das aussieht wie echte Haut. Mit einem einfach zu benutzenden Glasdropper für eine anpassbare Applikation. Was ich festgestellt habe ist, alleine gestern habe ich dreimal Foundations bekommen oder gesehen, die in diese Sheer to Medium Coverage gehen. Also ich merke schon, dass sich dieser Make-up-Trend eher so Richtung Medium Coverage, leichte bis mittlere Deckkraft entwickelt. Dior hat eine neue Foundation rausgebracht, die will ich die Tage testen. Catrice hat neue rausgebracht. NARS hat eine Full Coverage jetzt rausgebracht. Huda Beauty ist auch ein bisschen weniger geworden hier, die neue von NYX. Und Fenty Beauty bringt auch eine neue raus. Die müsste auch in den nächsten Tagen kommen.
Ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Foundation ich als nächstes für euch testen soll. Es wird alles in den nächsten Tagen hier bei mir eintrudeln. Und dann bin ich natürlich gespannt, das Ganze für euch auszutesten. Also 13 Milliliter, muss ich schon sagen, ist extrem wenig. Ich gebe mir die Foundation jetzt erstmal auf meine Mischplatte. Und wir benutzen jetzt auch erstmal nur einen Tropfen. Und ich benutze jetzt hier einfach einen Foundation Buffer Brush. Ich habe übrigens die Farbe Soft Beige. Also ich muss sagen, die Farbauswahl bei NYX ist schon extrem gut. Ihr schreibt mir wie immer, ich brauche euch gar nicht mehr daran erinnern, das Color Match in die Kommentare. Also ich bin natürlich jetzt gerötet vom Abschminken. Ich musste mich alleine mit Wattepads abschminken, mit einem wiederverwendbaren Wattepad abschminken, weil wir kein Wasser gerade haben. Der Zettel war gestern an der Tür. Okay, also ein Tropfen ist eingearbeitet, reicht glaube ich nicht. Aber ich muss sagen, die Farbe sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe das Ganze auch im Laden getestet und habe geswatcht, habe mehrere Farben geswatcht. Also auch im Drogeriemarkt sind die Farben extrem gut. Die haben fast alle Farben und ich glaube, online gibt es mit Sicherheit auch noch mehr Farben, die man sich kaufen kann. Ich muss sagen, das ist keine leichte Deckkraft. Das gleitet gerade. Also ich hatte das gestern schon mal geswatcht, ne? Das ist ganz schwierig, Foundation-Texturen zu beschreiben, aber vielleicht kriege ich es hin. Das ist wirklich, selbst wenn ihr euch die Foundation schon auf die Hand tropft, ist es so ein Soft-Matte-Effekt. Also so ein ganz weicher Touch an Farbe und so ein bisschen, nicht pudrig, nicht negativ pudrig, sondern wirklich eher so, ja, semi-matt. Ich glaube, ihr seht auch sofort den Deckkraftunterschied. Mir persönlich reicht das im Moment total. Deswegen, ich freue mich gerade, dass diese Natural Coverage gerade so ein bisschen weiter ausgebaut wird. Und schaut mal, wie einfach das mit diesem Pinsel hier geht. Okay, also ich bin ehrlich gesagt von der Deckkraft sehr überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, dass die Deckkraft doch so hoch ist. Ich meine, schaut mal. Selbst meine sehr, sehr rote Dekolleté-Zone kriegt diese Foundation abgedeckt. So matt finde ich sie jetzt auch nicht. Also sie hat doch schon einen sehr, sehr schönen Glow. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem Schwamm einfach rüber, um die so ein bisschen weiter auszublenden. Und viel habe ich jetzt nicht benutzt. Also man braucht wirklich nicht viel. Ein Tropfen ist natürlich zu wenig. Und ihr könnt die Deckkraft auch aufbauen. Vielleicht weiß jemand von euch, warum NYX hier 13 Milliliter nur genommen hat und nicht mehr. Vielleicht gibt es da einen Grund. Ich bin da nicht so im Tee drin. Ich habe es halt, wie gesagt, nicht in PR bekommen und meistens ist in PR immer so ein Zettel drin, da wird das Produkt erklärt oder was hat sich die Marke dabei gedacht, so ein Produkt rauszubringen. Habe ich jetzt natürlich nicht gehabt. Es fühlt sich aber ganz krass an. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube, die Kombination aus Primer und Foundation, das ist schon irre. Schaut mal. Das sieht aus wie Haut. Und das fühlt sich halt auch so an wie frisch eingecremte Haut, auch im Gesicht. Ich habe euch jetzt wie immer ein kleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch das Ergebnis auch einmal anschauen könnt. Also ich glaube, dass die Foundation theoretisch was sein könnte, wenn ihr normale bis ein bisschen ölige Haut habt. Der Primer glaube ich nicht. Ich glaube, der Primer ist zu feuchtigkeitsspendend, zu silikonig, aber nicht trockenes Silikon, so wie der Benefit Professional Primer, sondern eher so ein bisschen glitschigeres Silikon. Ich muss sagen, dass Finish auf der Haut gefällt mir schon sehr gut. Also ist schon schön. Falls ihr die Foundation schon ausgetestet habt, gebt mir doch gerne und der Community mal ein Feedback unten in den Kommentaren. Ich würde jetzt mein Make-up einmal schnell fertig machen. Ich habe nämlich keine weiteren Produkte für die Base und dann zeige ich euch mal das gesettete Ergebnis. Okay, ich muss sagen, das ist farblich eine der bestpassendsten Foundations, die ich habe. Also Hut ab erstmal dafür an NYX. Also die Deckkraft ist wirklich, also gesettet ist die Deckkraft wieder ein bisschen leichter als ungesettet, weil einfach das Licht anders reflektiert. Ihr seht jetzt hier an der Stirn beispielsweise, hier kommt noch so ein bisschen Haut durch. Ich habe natürlich extrem viel Concealer auch heute benutzt. Ansonsten ist das Finish wirklich gar nicht schlecht. Wir setten das Ganze natürlich auch gleich. Vorher will ich aber noch so ein bisschen Blush auftragen. Ich benutze dafür im Moment am liebsten hier von Nabla den Skin Glazing Highlighter in der Farbe Lola. Der hat so einen leichten Glow drin und ist super, super frisch. Freunde, seid ihr gespannt auf das Produkt überhaupt? Also das ist schon wirklich mein persönliches Highlight. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz durch die Augenbrauen durch, denn es gibt ein neues Augenbrauenprodukt, was es so schon natürlich von anderen Marken gibt, jetzt aber qualitativ ein bisschen besser als Essence ist.
aber immer noch günstiger als das von MAC und Urban Decay. Das ist das Lift & Snatch Brow Tint Pen. Das ist wie dieser Eyeliner hier. Schaut mal. Und damit könnt ihr euch wieder diese Haare reinmachen. Und das ist ja genau das, was ich so liebe. Manchmal muss man, wenn man zu viel Puder schon im Gesicht hat, einfach nochmal hier über die Hand gehen. Und dann kann man diese Härchen reinmachen. I love it. Der gibt sehr gut Farbe ab. Ich empfehle euch, sowas immer zu machen, bevor ihr eure Foundation drauf gebt und bevor ihr euch settet. Ich mag es aber, wenn es wirklich sehr, sehr fluffy und sehr, sehr bushy ist. Ne? Also ihr kennt ja meine Augenbrauen. Für die Lippen habe ich auch noch ein Produkt, Freunde. Und das ist, es passt jetzt einfach random hier, es passt gar nicht dazu. Aber es ist im Moment auf TikTok total rumgegangen. Und zwar sind das die Shine Loud Never Basic Lip Color Glosse. Auf der einen Seite ist ein Liquid Lipstick, auf der anderen Seite ist ein Gloss. Und wir werden einen ultimativen Test heute machen. Sind die so resistent, wie TikTok, wie die Influencer sagen? Wir finden es raus. Leider war das die einzige Farbe, die es noch gab. Es gab auch wunderschöne Nude-Töne, gab es aber gestern leider nicht. Deswegen testen wir jetzt hier die Farbe. Vielleicht ist die Farbe Never Basic. Ich weiß es nicht. Wir haben hier einmal ein Lipgloss-Füßchen. Sehr, sehr schön. Ich zeige euch mal die Form, dass ihr das ungefähr erkennen könnt. Das ist so ein bisschen abgeschrägt. Wow. Okay, die Kontur der Lippe ging super einfach damit zu ziehen. Die Deckkraft, also ganz ehrlich, ich lese ganz oft in den Kommentaren, ja, die Qualität von Jeffree Star Liquid Lipsticks und so sind gut. Das war jetzt vom Auftrag so easy und so deckend. Ich brauche den in anderen Farben. Ich brauche den in allen Farben. Jetzt trocknet es gerade so ein bisschen an und klebt so ein bisschen zusammen. Wir lassen es jetzt mal trocknen. Ich mache mal schnell Mascara rauf und mache so ein bisschen das restliche Make-up fertig. Ach nee, ich wollte eigentlich eine andere mit euch benutzen. Die mag ich auch sehr gerne. Das ist die On The Rise Mascara. Die ist auch von NYX. Die habe ich durch Sheelan kennengelernt und die benutze ich im Alltag auch echt oft. Okay, also jetzt merkt man, dass es antrocknet und so ein bisschen klebt. Es ist aber noch nicht ganz trocken. Also das merkst du schon, ne? Du merkst, jetzt entsteht so ein bisschen Spannung auf den Lippen. Und dann sollen wir mit diesem Gloss einfach rübergehen und so einen richtigen Lack- und Leder-Look haben. Aber das soll nicht abfärben. Wir schauen mal, wie jetzt der Stand ist. Ja, ein bisschen ist noch. Wir warten. Ja, wir schauen jetzt nochmal. Ja. Also es wirkt trocken, immer noch super, super deckend. Ich habe jetzt hier sogar Foundation drauf gemacht. Egal, wir nehmen jetzt diesen Gloss. Und das Füßchen ist ganz spannend, Freunde. Das ist nämlich wie so ein Nagellackfüßchen. Achtung. Vor allem das Krasse ist, ich hasse das, wenn das Lipgloss so schmantig wird. Hier seht ihr das, das ist schon so milchig. Und wenn man da immer reingeht, dann hat man da alle Farben drauf. Das ist nicht wie ein Gloss, so mit Fäden, sondern das ist wie Wasser. Also wie gesagt, ich brauche alle anderen Farben davon, weil A, Deckkraft fantastisch, Füßchen fantastisch. Riecht es? Nee. Wollen wir testen, ob es abfärbt? Weil, also müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Normalerweise Lipgloss und Liquid Lipstick, das färbt trotzdem immer ab. Oh, ich bin aufgeregt. Hä? Klar, nimmt man so ein bisschen den Gloss mit weg, ne? Aber das ist Zauberei. Okay, Freunde, also, ich glaube, ihr habt schon gemerkt, dass das ziemlich krass war. Und ich weiß, dass ich NYX wesentlich öfter auf meinem Kanal implementieren muss, weil die Sachen sind krass. Ich schau mal, wie die Foundation sich so über den Tag verhält. Ich habe natürlich nachher eine Maske auf. Das ist Zauberei hier, also dieses Lippenzeug, Freunde, rennt in die Drogerie und holt euch das oder ich lasse euch einen Link einmal unten. Schau, auch wie weiß meine Zähne aussehen. Krass. Also, ich meine, das färbt gar nicht ab und das wird wahrscheinlich den ganzen Tag auch wirklich so halten. Ich vertraue ja meinen Kolleginnen und wenn die schon sagen, die Sachen sind gut, dann weiß ich, dass die Sachen gut sind. Hier bin ich super beeindruckt. Augenbrauenprodukt würde ich einfach vorher benutzen, bevor ihr Foundations benutzt, damit die
diese Spitze halt nicht mit Puder oder Foundation verschmutzt wird. Foundation, wie gesagt, muss ich schauen. Ich bin sehr gespannt. Der Primer, ich gebe ihm weiterhin eine Chance, aber ich mochte das Ergebnis ungesettet lieber als gesettet. Und das heißt schon was. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Lasst mir doch gerne ein Feedback einmal unten in den Kommentaren. Ich bin ganz gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Lasst dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.